Frauen arbeiten hart, aber Männer auch. Die Frauen sind rund um die Uhr zu Hause und also viele Frauen und erledigen so viele Aufgaben. Ohne das kann man das Leben zu Hause nicht vorstellen. Aber die Männer arbeiten auch hart, natürlich. Sie sind draußen, also diese Aufgaben, die Kraft brauchen oder fordern. Männer erledigen solche Aufgaben, zum Beispiel Reparaturen oder in Büroarbeiten. Das muss nicht so immer anstrengend sein, aber trotzdem, also man muss sich aus dem Haus gehen. Ohne das geht es nicht. Aber es gibt also Menschen, die daran nicht glauben, dass die Frauen auch draußen gehen sollten oder so hart arbeiten. Wenn die Frauen zu Hause sind, dann können sie die Aufgaben einteilen. Sie können dann selbst das alles gestalten. Aber wenn sie draußen zum Beispiel bei einem Büro arbeiten, dann müssen sie so arbeiten, wie es also verlangt wird. Sie müssen manchmal ohne Pausen, aber zu Hause können sie auch Pausen selbst entscheiden. Es gibt einige Aufgaben, die eigentlich viele Mühe brauchen. Und dann ist das Muss. Und es gibt dann auch Streiten oder man sprechen. Manchmal wird das ein heißes Thema. Manche Menschen sind ganz dagegen. Frauen müssen nicht draußen gehen. Manche Frauen gehen auch nicht draußen. Sie finden es einfach bequemer, zu Hause zu arbeiten, auch wenn sie also rund um die Uhr arbeiten müssen. Aber müssen beide Partner arbeiten? Ist das wirklich so wichtig? Ist das nicht okay, wenn nur die Frau arbeitet oder nur den Mann vielleicht? Der Mann arbeitet nur. Also arbeiten beide natürlich, das ist selbstverständlich, aber berufstätig sein, zum Beispiel aus dem Haus gehen oder für das Geld arbeiten. Klar, das wird spannend. Also wer ist dran? Bitte schon, ich bin jetzt nicht da. Ja, wenn wir hier Fotos sehen, dann gibt es auch vielleicht was schon. Was meinen Sie? Die Frau arbeitet, das Kind ist im Shop, aber der Mann liest einfach Nachrichten. Oh mein Gott, das Foto sollte ich vielleicht nicht nehmen. Ist das richtig hier? Passt das? Ja, wer wollte inzwischen was sagen? Srishti? Bitte schon. Ja, hallo Anubis. Unser heutiges Thema heißt, sollen Männer und Frauen Berufsstatus sein? In unserer früheren Generation, in der damaligen Denkweise, waren war das die Frauen sollen gar nicht arbeiten, nur um die Wohnung und die Kinder kümmern und nur die Männer müssen arbeiten. Aber wegen der Modernisation und Globalisierung haben unsere Denkweise geändert und jetzt heutzutage arbeiten die beide Ehepartner und
sind die beide Partner sind berufstätig schon. Und meiner Ansicht ist das ganz ist das total 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 wichtig, weil es gibt wir wissen doch, dass es Inflation gibt. Und dann wird es natürlich dann ist es natürlich wichtig für die beide Partner zu arbeiten, um zu arbeiten, um die die eine Wohnung zu kaufen oder und so weiter. Und aber wenn wir ein Kind haben, wenn wir Kinder haben, dann kann es schwierig sein. Und dann meistens dann die Frauen dann die Frauen verlieren ihre Jobs und stehen stehen zu Hause, um die sich um die Kinder zu kümmern. Und, aha, sehr gut. Das war's. Ja, das ist wirklich praktisch, was Sie gerade gesagt haben. Also normalerweise ist das schon okay. Aber das Problem wäre, wenn Sie auch noch ein Kind haben. Die beide, also Mann und Frau, natürlich können arbeiten. Was ist das Problem? Aber wenn das Kind da ist, wenn Sie eine Familie gründen, dann braucht das Kind eigentlich Zeit. Das Kind braucht rund um die Uhr Mutter. Und vielleicht nur Mutter kann das richtig, also auf das Kind aufpassen und um das Kind sich kümmern. Dann sollte nur der Mann arbeiten, also der Partner, der Mann sollte dann berufstätig sein. Natürlich ist das auch ganz normal und auch praktisch. Viele Frauen also haben dann eine lange Babypause und für 5 Jahre oder 3 Jahre, sie arbeiten dann nicht mehr. Also sie sind dann nicht mehr berufstätig. Sie nehmen eine Pause. Und in einigen Familien merken wir auch, dass ja nach ein paar Monaten ist die Mutter wieder berufstätig. Also sie kann nicht zu Hause das bleiben. Dann ist die problematisch. Ja, bitte? Es gibt Maternity und auch Paternity Leaves für die beiden. Okay, das heißt, das ist kein Problem. Problem ist nicht da, natürlich, aber die Frage war, sollten die beide arbeiten? Ja, vielleicht schon. Warum nicht? Wenn Sie so wollen, arbeiten Sie auch. Okay? Ja, bitte. Rina. Ja, Rina. Nach meiner Ansicht in der heutigen Zeit, wenn alles so, so teuer wird, ist das ratsam, würdig, wenn beide arbeiten. Wenn nur ein Partner arbeitet und hat viele Verantwortung, ist ständig unter Druck. Und das tut nicht gut für die Familie. Heute die Frauen sind gut gebildet und wenn sie nur zu Hause sitzen und nur Haushaltarbeit machen, ihr Wissen geht verloren. So, sie können, wenn beide arbeiten, bis der Geburt des Kindes, die finanzielle Situation der Familie steigt. Und sie können viel besser machen und verdienen und viele Sachen einkaufen. Was nicht möglich ist, wenn nur ein Partner arbeitet. Alles klar. Ja, und
meines Erachtens mit Kinder ist es auch ist es wichtiger für die beide Eltern der Geschichte zu sein, weil es weil mit Kinder gibt dann es viele Dinge gibt, die sie kaufen müssen und ja, die sie behandeln müssen. Nach der Geburt des Kindes können die beiden entscheiden, wenn sie haben gut Unterstützung zu Hause haben, dann kann die Frau oder der Mann teilseitig oder flexibel arbeiten. So, das ist immer gut, etwas zu verbinden. Aha, Anamika will vielleicht dazu was sagen. Ja, Anamika, bitte schon. Ja. Danke. Ich wollte sagen, ich denke, es gibt keine richtige Antwort. Ja? Wenn Männer und Frauen beide arbeiten, dann finanziell ist es gut für die Familie. Ist das wichtig für die ganze Familie? Und in diesem Fall arbeiten sowohl Männer als auch Frauen zu Hause und teilen sich die Hausarbeiten. So Männer und Frauen beide arbeiten zu Hause. Und auch heutzutage ist es nicht schwer zu arbeiten, weil in alten Zeiten zu arbeiten. So, in heutzutage in technologischen Zeit kann man meistens am Computer arbeiten und auch jetzt vom Zuhause arbeiten. So das ist ein bisschen nicht schwierig, ja. Und aber manchmal ist es auch in Ordnung, wenn Frauen nicht arbeiten und Kinder kümmern und zu Hause arbeiten. Auf diese Weise können sich die die Frauen mehr um die Kinder und Kinder kümmern. Aber das heißt aber nicht, dass Männer gar nicht zu Hause arbeiten sollten. Ich denke, das geht beide Seiten. Und das verständlich und auch Kinder auch brauchen Vater, ne? Wenn nur Vater arbeiten und Mutter zu Hause bleiben, dann die Vater kenne gar nicht über die Kind, was machen ihr und das ist auch keine gute Beziehung, ja, zwischen Vater und Kinder. So, ja, das ist keine richtige Antwort, aber das ist das ist eine Entscheidung für ganze Familie, ja, für Familie und für finanziell und alles, ja, so. Sehr schön, wunderbar geantwortet. Also es gibt natürlich keine feste, also und es gibt nicht eine Antwort, das sollten Sie, also das bedeutet nicht ja oder nein. Man sollte das erklären, natürlich, und Sie haben das wunderbar erklärt. Also, Frauen arbeiten zu Hause oder draußen, aber das bedeutet nicht, dass die Männer zu Hause nicht arbeiten. Das ist wirklich der Punkt. Hier liegt das Punkt. Also, hier ist das Problem eigentlich. Also, Frauen arbeiten draußen oder Männer. Oder drin zu Hause, aber die Frage ist, ob die Männer zu Hause auch im Haushalt arbeiten oder mithelfen. Das ist die Frage immer wieder, hier auch. Wenn die Männer so denken, dass die Frau sollte draußen arbeiten, aber auch zu Hause, das ist auch ein Problem. Und wenn sie das gesagt haben, dass heutzutage ist das einfacher geworden. Die Männer oder die Frauen können auch von zu Hause arbeiten. Wenn die Kinder von der Schule nach Hause kommen, dann brauchen sie jemanden.
Vater oder Mutter. Vielleicht suchen die Kinder Mutter. Aber Vater ist auch okay, aber der Vater sollte auch auf das Kind inzwischen ja, Acht geben. Oder vielleicht liebevoll um sie kümmern. Dann ist der Vater auch die Mutter. Ja, dann kann man auch die Rolle übernehmen. Das sollten aber dann die Kinder auch fühlen. Und dann ist das egal vielleicht. Aber sind die Väter in der Lage? Vielleicht schon. Ich bin nicht dagegen oder dafür. Wenn die Väter auch die Rolle von Mutter übernehmen können, dann ist es okay. Sie können vielleicht zu Hause auch bleiben. Aber dann müssen sie diese Fähigkeiten, Multitasken lernen. Gleichzeitig auf viele Dinge aufpassen können. Da ist es. Und heutzutage können wir von zu Hause arbeiten. Das ist wirklich wunderbar. Ich habe das auch erst jetzt erlebt. Ja, wenn die Kinder von der Schule nach Hause kommen, dann brauchen sie jemanden. Ansonsten sind sie traurig. Also es ist nicht so, dass nein, das Essen ist da, sie kommen und essen. Nein, sie brauchen eigentlich Liebe und ständig Unterstützung. Sie brauchen Leitung für alles. Sie sind eben Kinder. Und ja, jemand sollte da sein. Okay, cool. Jetzt ist Roshan da und dann auch Teja. Bitte schon. Hallo alle zusammen. Heutiges Thema heißt ist es wichtig, dass die beide Partner, das heißt auch die Männer und Frauen, arbeiten. Im heutigen Welt wird die Kosten sehr gestiegen. Und die Krise, Streiten und Inflationen spielt eine große Rolle dafür. Und normalerweise Männer erledigen diese Kosten. Aber er erweist sich als, dass heute es nicht gar genug ist. Dann braucht man eine andere Einkommensquelle. Natürlich kann man nicht Multitasking machen oder zwei oder drei Arbeiten gemeinsam ausführen. Die nächste Option ist natürlich, dass die andere Partner, das heißt die Frau, auch arbeitet. Heutzutage wegen der Pandemie, es ist sehr einfach für die Frauen im Haus zu sitzen und arbeiten. Zum Beispiel, meine Mutter arbeitet als freiberuflicher Übersetzer von Filmen. Sie soll nicht zum Büro jeden Tag fahren, ja? Das ist ein sehr großer Vorteil. Aber dann die Frage kommt, wer sich um die Kinder und den Haushalt kümmert, wenn das nicht verwaltbar ist, wird es zu einem sehr großen Problem. Nachdem die Paare angefangen haben zu arbeiten, sind beide nicht bereit, ihren Job für die Family aufzugeben. Wenn beide Seiten gleichermaßen für Family beitragen und die Verantwortung übernehmen, dann lässt sich das Problem lösen. Ja. Alles klar. Okay, gut. Und? Okay, gut. Ja, schon. Manchmal ist das so, ich denke vielleicht, das ist auch dann der Grund hier. Wenn immer mehr Frauen wollen heute berufstätig sein, wenn sie zu Hause arbeiten, dann verdienen sie das Geld davon nicht. Oder Anerkennung. Oder also Rechte. Sie haben das Gefühl, dass ich arbeite hier die ganze Zeit und der Mann verdient draußen. Und wenn das gerechnet wird, dann muss es immer so für alles abhängig sein. Ich frage ihn, ich muss ihn fragen, kann ich bitte 5000 Rupien
nehmen. Warum soll ich so fragen? Das Geld, was der Mann verdient, gehört auch zu mir. Er hat draußen gearbeitet und hier, ich habe hier zu Hause. Das bedeutet, was er verdient, ist 50%. Ja, das, verstehen Sie? Das 50% gehört auch zu mir. Dann muss ich nicht so wie ein also Dienerin fragen. Automatisch gehört das mir. Also ich sollte dann auch selbst Entscheidungen treffen. Wenn das nicht da ist, dann hat man eigentlich das Gefühl, dass nein, ich sollte nicht zu Hause. Wenn man nur zu Hause arbeitet, gibt man sogar mehr Mühe. Aber Anerkennung gibt es nicht. Aber Geld bekommt man nicht so praktisch in der Hand. Wenn Sie das Geld in der Hand nicht haben, dann müssen Sie Kompromisse schließen. Das ist vielleicht auch das Problem. Wenn das Mann, wenn der Mann 50% Geld so gibt, ja, das gehört dir und jetzt du entscheidest, was du mit diesem Geld machst, dann wäre vielleicht eine andere Situation. Okay, ja, nächste Person bitte. Hallo Leute, so heute unser Thema ist Sultan Frauen waren beide berufstätig sein. Aber ja, ich finde das Thema sehr interessant. Meine Meinung ist, Frauen und Mann sollte beide berufstätig sein. Es gibt viele Vorteile, wenn beide Partnerinnen arbeiten. Es gibt weniger finanzieller Stress, eine bessere Gesundheit, Wohlsum, viele Ferien und mehr Nacht als Familie. Heute zu sagen, Inflation ist sehr hoch und beide Lebenspartner muss arbeiten. Aber wenn haben sie Kinder, Frau oder Mann muss auch die Kinder kümmern. Mann entweder oder Frau muss arbeiten abgeben. Und ich denke, vor alles sprechen über das Thema ist sehr einfach, aber im praktischen Leben es ist nicht so einfach. Ja, das ist alles. Ja, wenn das einfach wäre, dann wäre alles vielleicht sehr, also positiv. Die Beziehungen, heutzutage sind die Beziehungen auch kompliziert geworden. Es gibt ständig Änderungen und in ein paar Jahren ist die Situation ganz anders. Und da muss der Partner auch demgemäß verhalten. Wenn die beide arbeiten, dann bekommen sie nicht richtige Jobs in einer Stadt normalerweise. Der Partner bekommt einen Job irgendwo, zum Beispiel in einem anderen Bundesland. Und der Partner B bleibt hier in Jaipur. Dann ist das noch problematisch. Also die Probleme sind nicht so einfach, wie wir denken, sie haben recht. Also arbeiten bedeutet nicht nur hier arbeiten. Aber wenn es zur Arbeit geht, dann weiß man, jetzt muss ich alles machen, was für meine Karriere gut ist. Dann muss ich vielleicht auch das Land verlassen. Ich muss vielleicht auch die Stadt verlassen. Und dann gibt es nur Wochenende-Beziehung. Dann treffen sie sich nur am Wochenende, an Wochenenden. Man denkt, am Anfang, das ist schon okay, aber nein. Wenn man nur einmal der Woche trifft oder einmal im Monat trifft, dann im Laufe der Zeit wird die Situation, also aus den Augen, aus dem Sinn. Vielleicht dann gibt es einen neuen Partner oder die Beziehungen werden noch komplizierter. Manchmal verstehen sie sich nicht gut, weil sie ständig einander nicht treffen. Man denkt, ich mache extra. Ich muss auch dann mich um das Kind kümmern und er nicht. So, wenn nur eine Person arbeitet, aber das muss man verstehen.
Die beide entscheiden das zusammen. Eine Person kann das nicht entscheiden, dass du bleibst zu Hause und ich arbeite. So geht es nicht. Dann wird das noch problematischer. Wenn die beide entscheiden, okay, jetzt für einige Jahre du, also kümmert dich um das Haus und das Kind, ich bin da. Und dann sind sie mindestens am Abend zusammen. Ja, also draußen gehen und arbeiten, vielleicht für 8 Stunden oder 9 Stunden ist man da tätig. Dann können sie Zeit zusammen verbringen. Wenn sie kochen, dann kochen ist nicht nur die Arbeit. Aber wenn sie zusammen kochen, dann könnte das Spaß machen. Dann diskutieren sie über alles. Zum Beispiel, ich war im Büro und dann hatte was im Kopf. Und jetzt bin ich zu Hause beim Schneiden oder Kochen. Können wir diskutieren über unsere Zukunft planen oder so können wir einander verstehen. Wir haben dann Zeit für einander. Und wenn es auch einige Probleme gibt, dann werden Lösungen gefunden. Aber wenn die Menschen nicht überhaupt zusammenleben, dann gibt es andere Wege. Dann hat man keine Chance. Auch jeden Tag, ja, das Leben ist nicht einfach. Es gibt Schwierigkeiten auch. Aber wenn wir ständig miteinander treffen, dann haben wir auch Chance, im Klaren zu sein. Wir haben Chance, also das zu zeigen, was das Problem liegt. Und so bekommen wir dann, wir verstehen einander. Wir kommen, ja, klar. Und wenn man zu Hause, zum Beispiel im Haushalt, arbeitet, dann hat man eine Chance zu reagieren, hat man eine Chance zu verstehen, aber gleichzeitig versteht der Partner, dass er mich liebt oder sie mich liebt und deshalb macht mit. Indirekt gibt es auch dann etwas noch Wichtigeres. Wir denken, nein, sie arbeitet zu Hause allein, aber die Arbeit frisst nicht auf. Aber es frischt auf, dass er mich nicht versteht. Es frischt auf, dass er also mich alles arbeiten lässt. Es sind nicht die Aufgaben, die uns auffrischen, die eigentlich Beziehungen schwierig machen. Aber es sind Menschen manchmal. Ja, und dann werden Unverständnisse oder Missverständnisse geführt.